Hallo und willkommen zurück zu Neo Scavenger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben Detroit erreicht und haben schon auf dem Schrottmarkt eine Menge Zeug verkauft, aber... Oh, hier können wir aufladen, wenn wir irgendwas mit Strom versorgen wollen. Da unsere Taschen quasi aufs Limit vollgepackt waren und auch sind, waren wir ein wenig gezwungen, uns etwas vorsichtiger... So, hier sind noch 4 Ladungen drin. Okay. Das Ding möchte ich behalten oder gegen ein besseres Gerät eintauschen. Was hier drin ist, wollte ich eigentlich auch alles behalten. Wir räumen jetzt erstmal alles beiseite, was wir verkaufen wollen, können, müssen. So, dann schauen wir mal, dass wir das in eine Art und Weise eingepackt kriegen. Huhu, wir haben eine Menge Zeug gebunkert, aber eine richtige Menge Zeug. So. Also einen von den Rucksäcken können wir verkaufen. Das hier ist quasi unser Medizinrucksack. Tatsächlich, diese weißen Pillen lassen sich stapeln. Weiß zwar noch nicht, wofür sie gut sind, aber den Schlafsack behalten wir. Ist eigentlich eine Überlegung, ob wir den nicht einfach hier drin behalten wollen. Das Ding behalten wir. Unseren Soßentopf behalten wir. Wobei es wäre wahrscheinlich einfacher, die Sachen zu beladen. Den Stiefel will ich auf jeden Fall verkaufen. Das Handy werde ich verkaufen. Die machen wir mal leer. Da ist nichts drin. Die sind beide von der Qualität her so schlecht, dass wir die eigentlich loswerden wollen. Stapeln die sich? Ja, perfekt. Dann... 99,2, okay, behalten wir so. Und einmal so, bleibt unser erster Hilfekasten. Gut, also der bleibt auf jeden Fall. Das Ding hier kommt weg, das Messer kommt weg. Ja, weil das ist auch schon fast hinüber. Papierschnipsel behalten wir. Glasflasche möchte ich eigentlich auch behalten. Was ist mit dem Fleischermesser? Das soll eigentlich weg. Es soll nicht eigentlich weg, es soll weg. Dann kann es hier rein, weil das wird unsere Verkaufstasche. Das Ding kommt weg. Den möchten wir behalten. Das kommt weg. Machen wir schon eine Menge Raum gut hier gerade. Das Spiel funktioniert so, wir müssen diese Power-Zapfstelle benutzen, um hier Energie auszuladen. Dann machen wir die leer und packen die in unsere Batterien. Und jetzt haben wir quasi volle Batterien. Beziehungsweise so. Der Strom bleibt netterweise ja auf dem Boden liegen, deswegen ist das kein Problem. Glasflasche mit Wasser. Ich würde die Glasflasche eigentlich verkaufen und das Wasser gerne behalten. Mach mal alles leer. Gut.
Gut, dann die Pfeile behalten wir. 51 hier, das ist die Taschenlampe, die noch fast in Ordnung ist. Die kriegt Batterien rein. So, jetzt hat die zwei Ladungen volle Batterien. Das Ding kriegt auch eine Batterie, dann können wir es noch ein bisschen benutzen, bis es auseinanderfällt. Das wäre zwar auch was wert, aber wenn wir irgendwann mal keine Gelegenheit haben, die Sachen abzukochen, ist es immerhin besser, wenn wir in der Lage sind. Hier, die Schleuder passt perfekt in diese Tasche. Das ist sehr gut. Dann, leider können wir die elektrischen Ladungen nicht einfach in unsere Erste-Hilfe-Kiste packen. Aus irgendeinem Grund meint das Spiel, das geht so nicht. Machen wir nochmal leer. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir packen diese Tasche ordentlich voll. Und zwar unser Erste-Hilfe-Set 1. Medizindingen. Hier packen wir rein. Zum einen haben wir hier noch eine Flasche mit. Das könnten wir eigentlich machen. Wir packen hier unseren Tee rein. Kommen wir auch nicht so sehr in Versuchung, den zu trinken. Die machen wir mal leer. Noch mit hier rein. Ist der voll? Einmal komplett mit Tee. Dann packe ich den Revolver hier rein. Wird es hier nämlich langsam auch ein bisschen ordentlicher. Plastikflasche, die Glasflasche können wir eigentlich verkaufen. Das Ding möchte ich verkaufen. Sortieren wir die Bindfäden ein bisschen zusammen. Kleinteile, Plastiktüten, Glasscherben. Also wir sind vorbereitet. Ob die Welt auf uns vorbereitet ist, ist wieder eine andere Frage, aber... Aber wir sind momentan ordentlich vorbereitet. So, jetzt haben wir noch ein paar Batterien übrig. Die machen wir einmal leer. Ja, Full Metal Jacket, Stahlmantelgeschosse, das sind panzerbrechende. Hatte ich mir schon irgendwie gedacht. Das ist unser Verkaufszeug, was überraschenderweise gar nicht so viel ist. Die kontrollieren wir jetzt mal, ob die beide sterilisiert sind. Gut. Dann können wir die mit sicherem Gefühl auch trinken. So, die Brechstange, die wir eben nicht ausgetauscht haben. Gut. Gut. Den ganzen Kram verkaufen wir und... Ah, keine Züge übrig, natürlich. Das da unten war ein Wächter. Ja doch, ein Wächter. Der ist nicht so tragisch. Sehr schön. Das Ding kommt weg. Okay, war auch nicht so viel wert. Das Ding sollte weg. Wir versorgen die hier mal richtig gut, hä? Der Stiefel.
Stiefel kann weg. Das Ding ist nur 10 wert. Ändert sich im Übrigen auch nicht, nachdem wir es verkauft haben. Heißt, der Typ wollte uns eigentlich von vornherein bescheißen. Kaufen wir den neuen Rucksack. Brauchen wir von dem restlichen Zeug noch was? Schlossknackzeug. Die Munition. Dass wir nochmal eine Schrotflinte finden. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist. Batterien sind kaum was wert. Tja. Genau, die Brechstange wollte ich noch haben. Ein kleines Verbesserungsgeschäft. Nochmal Batterien mitnehmen. Wir haben schon einen Satz Reservebatterien. Sehe ich also weniger Sinn drin. Kiesel sind umsonst. Tja. Ich glaube, fürs Erste sind wir hier fertig. Weil das Ding möchte ich nicht kaufen, trotz seiner 7 Schuss. Naja, Platz könnten wir dafür noch irgendwo schaffen, aber mit dem Pfeil und Bogen sind wir eigentlich erstmal so gut bestückt. Dann sind wir bereit, uns mal Detroit anzusehen. Während du durch das verdrehte Labyrinth aus Hütten und Zelten schlenderst, stehen Detroits massive Mauern als konstanter Hintergrund im Osten. Locker ein halbes Dutzend Stockwerke hoch und mindestens genauso dick sind die Stadtmauern ein beeindruckender Anblick. Bewaffnete Türme, surrend voll Überwachungsanlagen stehen in regelmäßigen Abständen und überwachen die Stadt und die Slums im Äußeren. Vor dir siehst du riesige Videobildschirme über den drei Eingangsgebäuden, die Instruktionen über Zutrittsbeschränkungen und Bedrohungslevel geben, während Herden aus Menschen hinein und hinausströmen. Du stellst dich in der Reihe an mit den anderen, die die Stadt betreten wollen. Als du die Spitze der Reihe erreichst, überkommt dich ein schlechtes Gefühl. Schwer bewaffnete Wachen in voller Kampfrüstung überprüfen Anstehende mit einer Art von Scan-Gerät. Du bist si ziemlich sicher, dass was immer diese Leute haben, um reinzukommen, dass es dir fehlt. Es ist dein. Du bist an der Reihe, die Wache hält dich auf und dreht. Ein Monitor, der an der Wand angebracht ist. Eine Nachricht erscheint. Gerät nicht entdeckt, Eintritt verweigert. Mit der Effizienz und Leidenschaft eines Fließbandarbeiters geleitet er dich aus der Reihe wieder nach draußen. Unglücklicherweise in die Stadt zu kommen, könnte etwas schwieriger werden, als nur einfach da zu sein. Wieder draußen überquerst du einen schlammigen Platz und stoppst, um die Gegend zu betrachten. Wo gehst du jetzt hin? Würde jemand in der Stadt überhaupt was von der Cryo-Facility wissen? Du bist überrascht, als du einen Mann bemerkst, der dich beobachtet. Er trägt einen langen braunen Mantel und einen passenden Hut und lehnt sich auf einen Gehstock. Aus der Entfernung kannst du beinahe das Glitzern in seinen Augen unter der Hutkrempe sehen, obwohl es wahrscheinlich eher nur deine Vorstellungskraft ist. Er nimmt sich die Zeit, an dich heranzutreten, und als er näher kommt, nimmst du wahr, dass schweres Make-up auf seinem Gesicht aufgetragen ist. Erinnert dich an eins dieser alten Porträts, die du in einem Geschichtsbuch gesehen hast. Die Leute nennen mich Hatter, Hutmacher also, sagt er so beiläufig. Ich denke, wir sind in der Lage, uns gegenseitig zu helfen. Komm mit. Hatters Büro ist im Kadaver eines der alten Hotels untergebracht, die du
zwischen den Gebäuden der Slumstadt sehen kannst. Es hat sogar ein altes Werbeschild, das von der Ecke herabhängt. Mehrere Etagen hoch sind bewaffnete Wachen damit beschäftigt, die Straße zu überwachen. Hatter nimmt die Leute an der Tür wahr und führt dich durch eine überraschend saubere Lobby in einen guten alten Aufzug. Ich habe einen Kunden, beginnt er, während er wartet, bis der Aufzug sich bewegt, der Erbschaften sammelt. Er spricht lauter über das Geräusch des Motors hinweg. Er entschädigt gut genug, um so gut sogar, dass ich bereit wäre, mich mit einem DMC-Besucherpass dafür bedanken würde. Der Aufzug hält an, die Tür öffnet sich und enthüllt einen dunklen Raum, erfüllt von Videobildschirmen und alten Lampen. Ha? Irgendwas stinkt hier, das probieren wir gleich aus. Während du den Aufzug verlässt, hast du das Gefühl, dass du in ein Kontrollzentrum, das in einen Antiquitätenladen eingebaut wäre, getreten wärst. Gemälde und Relikte reihen sich an den Wänden und auf den Regalen auf, während Videobildschirme und Computerkonsolen einen blauen Schein über eine Handvoll bewaffneter Wachen geben. Hatter durchquert den Raum und setzt sich an einen niedrigen, breiten Schreibtisch mit Blick in Richtung Aufzug. Es gibt dort einen See. Er zieht einen abgerissenen Straßenatlas aus seiner Schublade. Ungefähr einen Tag nordwestlich von hier. Innerhalb des Gebäudes gibt es eine silberne Urne. Er blättert durch den Atlas von Michigan. Ich schätze, du weißt das ein oder andere, wie man klarkommt, und ich könnte dir das Ticket in die DMC reingeben. Interessiert? Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas passt hier tatsächlich nicht. Du bist kein erfahrener Söldner, aber du bist sicher jeder von denen wäre sein Salz nicht wert, wenn er nicht bei solchen Verträgen vorsichtig wäre. Und ein Besucherpass kann nicht billig sein. Wir wissen, dass es 3000 Dollar kostet der. Also wird das hier kein Spaziergang werden. Und dazu hat Hatter genau dich ausgesucht. Niemand geht einfach in eine Stadt mitten im Nirgendwo und erwartet so eine Art von Willkommen. Irgendwas ist hier nicht ganz sauber und es macht dich nervös. Es gefällt mir nicht, sagst du. Während du ganz kurz davor bist, deine Stimme drohend werden zu lassen. Klingt, als ob irgendjemand mich in eine Falle locken würde. Hatter wird aufmerksam. Du hörst das Knarren von Leder, als die Wachen nervös werden. Sagt er, während er sich in seinem knackenden Stuhl zurücklehnt. Scheint so, als bist du tatsächlich die extra Aufmerksamkeit wert, die du dir erarbeitet hast. Er sieht auf einen blanken Punkt auf seinem Schreibtisch. Denkt über etwas einen Moment nach und fängt dann wieder an zu reden. Nennen wir ihn mal Auftraggeber, hat ein besonderes Interesse an dir. Er lehnt sich vorwärts und beginnt mit der Sicherheitskonsole zu arbeiten. Interessanterweise. Interessanterweise hat er mir diesen Urnenauftrag mit der expliziten Anweisung gegeben, dass er nur dir gegeben werden darf. Sagte, ich finde dich, während du versuchst, die DMC zu betreten. Sagte, dass er die Kosten eines Besucherpasses dafür aufwenden würde, wenn ich dich dazu bekäme, es zu tun. Er tippt noch einmal und zeigt dann auf einen der Wandmonitore.
Auf einem der Monitore siehst du einen Überblick über den Raum mit einem durchlaufenden Zeitcode in der unteren Ecke. Nach ein paar Sekunden Vorspulen wechselt es wieder zur Echtzeit. Dort, wo du jetzt stehst, steht eine schwarze Masse von der Größe eines Mannes, die mit Hatter redet. Das Detail scheint unscharf zu sein, als wäre es von einer Art dunkelfarbener statischen Störung umgeben. Aber das ist nur um die Figur. Was ist mit der Zensur? Keine Ahnung, sagt er. Sah normal aus. Muss irgendeine Form von EM-Störung sein. Die Diskussion ist kurz wird beendet damit, dass die Figur Hatter ein kleines Objekt gibt und dann geht. Als Grundregel gebe ich normalerweise keine solche Klienteninformationen weiter. Er stoppt das Video. Aber du scheinst ein vernünftiger Typ zu sein bis zu der, und mehr noch ressourcenorientiert. Und wo Geld redet, da nehme ich einen kompetenten Angestellten mehr als Geld. Das ist ein bisschen seltsam ausgedrückt, aber ich denke, man versteht den Sinn dahinter. Er möchte lieber einen kompetenten Angestellten als ein Bündel Geld. Er greift in seine Schublade und zieht ein kleines schwarzes Armband heraus. Der Pass gehört dir. Ich behalte mein Ohr am Boden für dich, für diesen Reaper-Kumpel. Reaper? Ist das nicht Sensenmann? Ja, würde mit der Beschreibung passen. Und lass es dich wissen. Und vielleicht kommst du nochmal vorbei, wenn du nach Arbeit suchst. Okay. Okay. Einmal Armband anlegen. Versuchen wir nochmal mit ihm zu sprechen. Wird erst morgen zurück sein. Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit Detroit. Hätte nicht gedacht, dass es uns so viel Zeit kostet, da reinzukommen. Am Eingang der Reihe bedeutet dir eine Wache näher zu kommen. Ein Moment von geschwängerter Stille geht einem zufriedenstellenden Fiepen hervor und der Monitor blinkt. Besucherpass N6MAA1 und so weiter autorisiert. Die Wache bedeutet dir vorwärts zu gehen und du gehst einen langen leeren Korridor mit grellem Neonlicht entlang. Dahinter findest du am anderen Ende die Fäden von Aktivität und das Flickern von vielen Signalschildern und verdeckt von vielen passierenden Leuten. Wir sind in der Stadt. Oh ja, wir sind definitiv in der Stadt. Oh, Concrete Forest Apartments, Detroit Savings Bank, Haggerty Health Clinic und der Rote Gnome. Wir gehen mal zu Detroit Savings Bank, weil da klingelt bei mir im Hinterkopf was, und zwar unser Kryo-Aufenthalt, da stand, dass das von hier käme, beziehungsweise von einem Konto von der Detroit Savings Bank bezahlt wurde. Die Detroit Savings Bank stellt sich als überraschend schweres Geschäft aufzufinden heraus. Es hat Niederlassungen, das ist sicher. Selbstbedienungsterminals gibt es überall. Werbung zwinkert von Wänden und Alkoven, aber es gibt nicht mehr als diese Terminals, Werbung, Lichter und Bildschirme. Es scheint nicht mal einen Platz zum Geldauszahlen zu geben, um eine Karte einzufügen. Nach ein bisschen Marschieren findest du aber eine Mini-Niederlassung mit etwas mehr als einem Bildschirm. Ja gut, wir betreten das Ganze einfach nochmal. Du ziehst eine transparente Tür auf und schreitest hinein. Du wirst begrüßt von hellem, farbigem Licht und trockener, stehender Luft. Die Angestellte, eine präsentabel aussehende junge Frau mit glattem braunen Haar, sieht von ihrem Terminal auf.
Hallo, sagt sie. Kann ich Ihnen mit irgendwas helfen? Okay. Abgesehen von der Cryo Facility, was wir probieren werden, könnten wir nur vorgeben, ein mental zurückgebliebener Patient zu sein. Du beginnst deine Situation zu erklären und beginnt mit der Cryo-Facility, deiner Amnesie und den Hinweisen, denen du bis hierhin gefolgt bist. Sie gibt Interesse vor, während du deine Geschichte erzählst, aber bei der ersten Gelegenheit unterbricht sie dich. Ich entschuldige mich, Mr. Kindred, aber haben Sie ein Konto bei uns? Ich denke schon, überlegst du zu antworten, aber sie setzt fort. Oder vielleicht haben sie irgendeine Form von Ausweis? Okay, Ausweis haben wir nicht. Definitiv nicht. Dann... Der rote Gnom ist wahrscheinlich irgendeine Art Club. Der rote Gnom ist eine Ausnahme in einer schon ausnahmsvollen Stadt. An einer geschäftigen Ecke gelegen in der Neonstraße hinter Gate 11 sind einstöckige Gebäude, stromlinienförmige... Achso, nee, das einstöckige, stromlinienförmige Diner widerlegt den Eindruck von einer dicht gepackten und hochgebauten Stadt und den Straßen drumherum. Tatsächlich sind viele Gebäude deutlich höher als das Diner und der wertvolle Platz über seinem Dach wird anderweitig genutzt. Es sieht beinahe unberührbar aus in einer ansonsten klaustrophobischen Welt voller glitzernder Wolkenkratzer und zusammengeflickter Hochstraßen. Selbst bevor du eintrittst, hast du das Gefühl, dass etwas hier ungewöhnlich ist. Zum einen, abgesehen von dem vielen Gespray in der ganzen Umgebung, ist das Diner komplett unverziert. Es sieht aus, als ob man es besser gar nicht erst versucht. Jedoch, dass diese ominösen Gedanken scheinen niemandes Hunger wirklich zu beeinflussen. Eine Schlange formt sich zum Vorbeigehschalter und ein Schild propagiert echte Seelennahrung, echtes Fleisch. Während du dich durch die rostfreien Stahltüren drückst, kommt dir eine warme, schmalzige Luft in die Nase und ersetzt die feuchte Kälte von draußen. Dein Magen grummelt beinahe sofort in Vorausschau auf, was du auf dem Grill riechst. Das Dekor ist etwas weniger einladend. Trotz einer Vielzahl von Lichtern sind sie kaum in der Lage, die Dämmerigkeit aus dem Ort zu vertreiben. Und sepiafarbene Einrichtungen neben den Wänden fängt mehr dieser unangenehmen, furchtbaren Dinnergeschichte ein als von Nostalgie. Gepolsterte Stühle entlang des Tresens und Sitzgelegenheiten an der Außenmauer mit Plastikbänken. Ein hervorstechendes Muster von großen Flecken auf dem Boden. Wenig überraschend, rückblickend, dass die Reihe zum Mitnehmen draußen so lang war. Aber ein offener Platz und eine warme Mahlzeit sind ein seltener Anblick verglichen mit dem Essen von Kondenssuppe im Regen. Du schiebst dein ganzes Zeug in eine leere Ecke und blätterst durch das laminierte Menü. Was gibt es? Gebratenes Hühnchen, Macaroni und Käse, rote Bohnen mit Reis. Cadillac Burger,
Kartoffelpüree mit Soße und Maisbrötchen. Hm. Jumbo Shrimps. Mhm. Grüne und schwarze Bohnen und Pfirsichnachtisch für 20. Hm. Okay, da war gerade wieder der Timer, aber fürs Essen ist in jedem Fall noch Zeit. Hm. Ich denke, wir nehmen das gebratene Hähnchen. Hm. Ja, fürs Erste ist gebratenes Hähnchen das gesündeste für dich. Nach Tagen in der Wildnis ist etwas wenig Körperfett an dir übrig geblieben, so dass du es gebrauchen kannst. Als es ankommt, kannst du beinahe die schmalzigen Gewürze von aus dem Geruch raussortieren. Ohne Hilfsmittel gräbst du dich in das Hähnchen und ziehst es von den Knochen und direkt in deinen Hals. Macaroni und Käse sind reichhaltig und cremig und die Bohnen und der Reis fühlen sich, als ob sie deinen Magen für Tage füllen würden. Wenn das Paradies ein Gericht wäre, wäre es gebratenes Hähnchen in Front, vor einem verhungernden Plünderer. Du lehnst dich zurück und lässt ein zufriedenes Stöhnen von dir. Endlich ist dein Magen voll, die Luft ist angenehm und es gibt keinen Regen auf deinem Kopf. Dein Kellner kommt zum Tisch, lässt dir eine Rechnung da und trägt die ganzen Teller weg. Jemand hat gerade dich bedient. Es wird hart werden, die Wildnis wieder zu betreten danach. Du drehst dein... Du drehst den Zettel um und unter etwas Gekritzel steht 24,50. Puh, bezahlen wir. Ich würde sagen, das können wir uns locker leisten. Ist ein ordentlicher Preis für den Teller, aber die Ladung Nahrung in deinem Magen wird eine ganze Zeit lang vorhalten. Und dazu gibt es nicht viele Hühnchen draußen in der Wildnis, schweige denn von Friteusen. Hier muss irgendwo eine vertikale Farm sein, kein Raum für sonst irgendwas. Du zahlst deine Rechnung und dann kommt ein Gedanke. Geben die Leute noch einen Tipp? Können wir uns auch leisten. Ob Tippen, Trinkgeld geben jetzt immer noch angesagt ist oder nicht, du hast das Gefühl, du wirst hier früher oder später wiederkommen. Kann nicht schaden, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Du lässt ein kleines bisschen extra liegen für das leckere Mahl. Wow! Gut, dann werden wir uns beim nächsten Mal, kleinen Moment, den Apartmentblock und die Klinik ansehen. Und ja, weiter geht's hier erstmal sowieso nicht. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.